Diazepam, Nitazepam, Phenobarbital, Amylnitrit, Dextroproxifen, Methadon, Nalbuphine, Penitin, Metazizin, Buprenorphin, Dextromorphin, Chlomidiazol. Es gibt da einen Menschen, mit dem ich mein Leben teile. Er spiegelt sich in Spiegelschrift schon fast in jeder Zeile. Stand ihm stets zur Seite und versuchte ihm den Weg zu weisen. Half ihm über Hindernisse, so wie Zebrastreifen. Er wollte Fäden feiern mit Jägermeister und Hefeweizen. Wollte sich LSD einschmeißen und das Ganze selig preisen. Gegenteil von meiner war seine schräge Lebensweise. Ich baute ihn immer wieder auf wie Legosteine. Er bekam schon Leberleiden und auch ne Psychose. Griff sich die Gelegenheiten und kaufte sich Drogen. Homies wunderten sich längst, doch dieser stumpfsinnige Mensch stand trotz Gesundheitsdifferenz bei 200 BPM. Kumpels, die ihn kennen, wollten ihm helfen, so wie Glücksfeen, Trolls oder Elfen. Wie Tolkiens Welten war seine Fantasie, das einzig Positive waren seine Rhymes auf kranke Beats. Nicht mehr eins mit mir selbst, mein eigenes Selbst zerreißt meine Welt. Dachte ich wäre eine Person, doch es sind Jekyll und Hyde in mir in einer Person. Wir beide hier mit einem Gesicht, wir beide, er, ich, mein eigenes Ich. Er wendete sich von mir ab, kennt ihr das nicht? Das änderte nichts an meiner Zuneigung zu ihm. Sein Seelenleben schien langsam zu Neige zu gehen. Er steigerte jedenfalls sein Konsumverhalten. Er war down, wie der Fuß der Alten. Dazu kam, dass er mich aufgehetzt drauf auf Pep ins Auto setzt und ausgerechnet mit nem lauten gegen ne Mauer crasht. Das klingt wie Dynamit. Mein Homie kam danach direkt in die Psychiatrie. Ich schätze, dieser große Crash war die Rettung in der Not. Er hätte nie genug bekommen, ich wette, er wäre jetzt tot. Deshalb war es so schön zu sehen, wie er heilt, wie er widersteht, lacht, weint, lebt und auch weint. Er redete sich ein, normal zu sein wie Kaffeekränzchen. Er wurde einer der durchschnittlich normalen Abstinenten. Ich bin nicht mehr eins mit mir selbst, mein eigenes Selbst zerreißt meine Welt. Dachte ich wäre eine Person, doch es sind Jekyll und Hyde in mir in einer Person. Wir beide hier mit einem Gesicht, wir beide, er, ich, mein eigenes Ich. Normal bewegen, auf normalen Wegen führte ein ganz normales Leben. Seine arme Seele lebte nur noch Normalität. Sein Alltagsleben wurde zur Formalität. Normen geprägt hatte er ein Dach über dem Kopf. Die geordnete Regel war sein absoluter Gott. Es eskalierte plötzlich, fiel ihm dieses Dach auf seinen Kopf. Er sah das absolute Chaos, aber absolut nicht Gott. Absolut bekloppt war, dass er wieder konsumierte. Nur noch bekloppter war daran, wie viel er konsumierte. Kokain, LSD, MDMA, Amphetamin. Mein Homie war genau von diesem Tag an nicht mehr clean. Abermals bediente er sich ohne jeden Rückhalt. Der arme, kranke Mann erlebte so gesehen im Rückfall. Ein Glücksfall zu sehen, wie nüchtern er rein. Obwohl er weiß, er ist ein Opfer seiner Rückfälligkeit. Ich bin nicht mehr eins mit mir selbst. Mein eigenes Selbst zerreißt meine Welt. Dachte ich wäre eine Person, doch es sind Jekyll und Hyde in mir in einer Person. Wir beide hier mit einem Gesicht, wir beide, er, ich, mein eigenes Ich. Nicht mehr eins mit mir selbst, mein eigenes Selbst zerreißt meine Welt. Dachte ich wäre eine Person, doch es sind Jekyll und Hyde in mir in einer Person. Wir beide hier mit einem Gesicht, wir beide, er, ich, mein eigenes Ich.